Paragraph 3. In einer psychiatrischen Abteilung darf nur untergebracht werden, wer an einer psychischen Krankheit leidet und im Zusammenhang damit das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährdet und nicht in anderer Weise, insbesondere außerhalb einer psychiatrischen Abteilung, ausreichend ärztlich behandelt oder betreut werden kann. Paragraph 8. Eine Person darf gegen oder ohne ihren Willen nur dann in eine psychiatrische Abteilung gebracht werden, wenn sie ein Polizeiarzt, Polizeiärztin untersucht und bescheinigt, dass diese Voraussetzungen der Unterbringung vorliegen. Und? Fühlen sich jetzt alle sicher? Danke für deine Zeit.